Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal habe ich noch, also zwischen den Videos habe ich noch kurz etwas umgestellt, und zwar hat Yuffie den Wasserring bekommen und Cid das Aurora-Armband. Der Rest ist nicht so wichtig, also wir sind jetzt nicht komplett immun, wir könnten noch Shiva Elementar für Cloud in seinem Armband koppeln, aber das brauchen wir nicht wirklich, also wir brauchen nicht komplett immun sein gegen die Angriffe des nächsten Bosses. Eris! Juhu! Gleich mal hin. Ah, Cloud will alleine gehen. Übrigens finde ich die Steuerung hier sehr komisch, weil man manchmal in komplett andere Richtungen drücken muss, um zu den Plattformen zu springen. Also man drückt einmal links, dann dreimal, glaube ich, rauf und einmal wieder links, dann ist man endlich am Ziel. Was ist hier mit Eris? Was macht die hier? Und warum wird der Bildschirm rot? Und warum kommt da eine Musik, die mir gar nicht gefällt? Ja. Cloud hat ein Schwert, das wissen wir auch, ja. Was wird denn das? Was wird das? Ja, das würde ich auch fast sagen. Wer zwingt Cloud hier zu irgendwas? Verstehe ich nicht. Was ist mit ihr jetzt? Was macht sie hier eigentlich? Den will ich aber hier nicht haben. Der war nicht eingeladen. Yikes. Das ist natürlich sehr schade. Das ist die Szene, für die Final Fantasy VII wahrscheinlich berühmt wurde. Und für die sich jetzt die Katze auch hier neben das Mikrofon legt und unbedingt gestreichelt werden will. Also das ist eines der seltenen Male, in denen in einem RPG ein Charakter quasi nach der Hälfte des Spiels der Kontrolle des Spielers entzogen wird und dann auch noch vor den Augen des Spielers umgebracht wird. Das ist etwas allzu Seltenes leider. Noch dazu ist sie so ein Prototyp-Gut-Charakter, also sie hat nichts wirklich falsch gemacht oder auch nichts wirklich Böses im Sinn gehabt. Das heißt, sie ist einfach nur durch und durch gut und muss trotzdem sterben. Was natürlich die negativen Gefühle gegenüber Sephiroth nur noch anheizen soll, ne? Auf jeden Fall eine sehr tolle Szene, auf die wir alle gewartet haben. Ja, meine Finger kribbeln, der Mund ist trocken, meine Augen brennen. Ja, wir sind aber trotzdem traurig, auch wenn du das nicht haben willst. Was ist das jetzt? War das eine Substanz oder? Auf jeden Fall ist es der nächste Bosskampf. Und das ist jetzt Jenova Leben. Wir werden als allererstes gleich mal große Wache zaubern. Weil, obwohl nur Cloud hier wirklich angegriffen werden kann. Mit Cloud werden wir gleich mal Bahamut beschwören, weil das der Zauber ist, den wir noch nicht gesehen haben. Cid wird, ich glaube, Cid wird Feindes können Beta organisieren für uns. Yuffie kann auch noch was aufrufen, nichts Wichtiges. Wird sie genauso mit Beta nachsetzen. Hat sie nicht irgendwer hat hier. Ah! Dammit, jetzt habe ich sie verteidigen geschickt. Na egal. Ja, ich werde Yuffie dann Beta zaubern lassen, während Cloud hier alle unsere neuen und sehr guten Aufrufungszauber vorführt. Ach, 3000 Schaden ist schon ganz schön viel. Wir werden leider keine
Limits von Yuffie und sie 10. Aber wir kommen schon noch dazu, die anzusehen. So, nehmen wir Kuyata auch gleich, oder Kiata, oder wie auch immer das jetzt heißen soll. Ja, deswegen sollte man hier keine Akkulung verwenden, weil sie es verwendet und... Oh, sie ist ein Limit. Und sie, das ist natürlich ein Hinweis darauf ist, dass sie gegen Wasser quasi immun ist. Deswegen lieber Trina, wir werden vielleicht sogar Trina nehmen. Ja. Können wir 10 mal... Ja, wir werden Trina nehmen, das macht nämlich auch fast so viel Schaden wie Peter. Kostet aber offenbar doch deutlich weniger Mana, also fast nur die Hälfte. Ist auch sehr interessant, wie bei diesem Bosskampf hier die traurige Ares-Musik fortgeführt wird einfach. Ich sollte mich dann doch irgendwann mal heilen, oder? Ah, noch geht's ja. 1600 Schaden ist auch gar nichts von schlechten Eltern-Sid. So, was haben wir noch? Eigentlich hier nichts mehr. Das heißt, wir greifen normal an. Lassen sie teilen. Ja, wir werden mit Cloud nach Odin drauf schicken, glaube ich. Und probieren noch, ob Beta nicht doch mehr Schaden macht. Jetzt dürfte es vielleicht doch sogar mehr Schaden machen. Ja, nicht allzu viel, aber... Mehr Schaden ist immer besser. Jetzt werden wir Cloud dann einzeln heilen müssen. Wir könnten uns auch mit Bio helfen, weil ich glaube, sie ist nicht unbedingt stark gegen Giftangriffe, aber wir haben ja unsere Feindeskönnen-Zauber, die tun da auch hier übriges. Flammenwerfer ist übrigens hier auch eine gute Idee, der kostet sehr wenig Mana, falls man keinen Mana verbrauchen will. Oh, sie ist schon tot. Okay. So, und wie die Story dann das nächste Mal wieder weitergeht, sehen wir morgen, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.